Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Wir geben uns mal wieder eine Live-Performance. Ich möchte mir wieder mehr Live-Performances geben, Friends. Also kommentiert gerne mal, von wem ich mir noch mehr Live- oder Behind-the-Scenes-Sachen geben soll. Schreibt gerne mal rein, dann schaue ich mal, was ich machen kann. Aber wir haben jetzt noch eine Live-Performance von Jordi, die ich noch nicht gesehen habe, wo ich gar nicht wusste, dass sie existiert. Und zwar bei dem Preis für Popkultur hat sie scheinbar Bad Moms performt, was denn auch die erste offizielle Live-Performance von Bad Moms sein dürfte. Wir haben uns bis jetzt These Hoes Ain't Loyal und ich weiß gar nicht, was noch. Was haben wir uns noch gegeben? War es Bounce? Ich glaube, es war Bounce. Von den Vivo Rounds gegeben. Da hat sie live alles abgerissen. Ich bin jetzt aber hier gespannt, weil es nochmal eine andere Situation ist vor Publikum mit mehr Performance statt nur rumstehen. Hat sich jetzt ein bisschen negativ behaftet angehört, war es gar nicht so gemeint. Aber jetzt nochmal ein bisschen anderer Turn ist Live-Situation. Sie muss sich bewegen, Publikum. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie hier live abliefern wird. Es gab leider keinen Original Upload, wir haben aber einen Re-Upload gefunden. Ich bin sehr gespannt. Wir hören zusammen rein. Let's go! Ich hoffe, wir haben fully live Vocals. Ich hoffe es. Jump, make a jump. Okay, ist auf jeden Fall bis jetzt completely live und nicht Backtrack von Anfang an oder so. Teen Queen, so wie Steffi Graf, way better, Trendsetter, deshalb klingen die Bitches wie ich letztes Jahr, top Lische vor den Record Deal, top 3 von einem Rapper hier, top. Okay, wir haben nur so ein paar Adlibs im Beat drin. Zwei in Sachen Sexappeal, nach diesem Jahr bin ich die Bestie, Körper ganz unten mit einem Ratsch Schulden, da wo vor dem Komma keine Stellen war, außer Randgruppe ohne Schwanz lutschen und Huren so von einem Manager. Keiner von euch hat mich groß gemacht, nur aus Angst vor mir hast du den Post gemacht. Bitches warten meine Strophen ab, hab diesen Hunden wieder neue Flows gebracht. Okay, bis jetzt sehr, sehr strong. Ich bin noch gespannt auf den zweiten Part gerade, weil es da nochmal viel, 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 viel schneller wird. Bis jetzt aber sehr strong. Keine Probleme mit der Luft. Alles easy, eine chillige, leichte Performance. Bis jetzt sehr, sehr gut. Ja, nicht zu bemängeln. Also das sieht ein bisschen so aus wie, I don't fucking know. Das sieht aus wie so Medienleute einfach so, das gehobene Medienvolk sitzt da scheinbar. Ich hab diesen Hunden wieder neue Flows gebracht. Ja, ich kenne nicht mal ihren Namen, ja. Ja. Nichts gerissen seit 10 Jahren, ja. Aber pisst mich jetzt an, ja. Sie haben meine Nummer, wieso reden sie dann hinterrücks mit meinen A&As? Denken sie, ich hab einen Skandal. Oh, bis jetzt wirklich sehr, sehr strong. Also der schnellere Part kommt noch, da bin ich gespannt, weil da könnte sie vielleicht strugglen. Aber bis jetzt sehr strong, sehr clean alles. Aus, du weißt von den Fotzen, keiner selber packt. Aber glaub mal besser nicht, dass du mein Traum legst. Wegen diesen Text war mal einem Audi. Okay, immer noch sehr, sehr clean alles. Schreibst du nochmal meine Schwester zu mir auflegen. Das war mal, dass die Struggle ja ein Haus legt. Auch sogar noch die Betonungen on point zu mir aufblickt. Dieses Blick hat sie noch so ein bisschen anders betont, wie auch im originalen Track. Okay, clean bis jetzt. Sehr, sehr clean. Also wir haben jetzt keine krass aufwendige Choreo oder sowas, aber auch bei dem Track gar nicht passen würde. Da passt es einfach nur, sich normal ein bisschen rhythmisch zu bewegen. Das ist jetzt aber sehr clean alles, sehr strong. Heute muss ich umziehen, denn vor der Haustür zu. Also wenn man das mit der einen oder anderen mit der einen oder anderen Performance eines anderen Rappers oder so vergleicht, hat man natürlich direkt Horrorbilder wie Enno oder so im Kopf bei dieser einen komischen Berlin-Veranstaltung. Krass, bis jetzt aber sehr clean. Gerade auch die Betonungen finde ich clean. Also, dass es eben nicht sich weird anhört oder so. Krass. Mehr 60 Stunden Woche schwör ich, Mom. Ich hab sie alle gewarnt. Mach dieses Album nicht für mich. Dieses Album macht, dass niemand uns vergisst. Mach. Auch sogar dieses Lachen in der Betonung so ein bisschen gut drin gehabt, Mann. Stress hab ich Bock drauf. Drop ein Song, es ist Lockdown. Seit der 1 kommt jeder Schleim. Tu mir eingefallen und zieh den Kopf raus. Mach kein Feature, weil du fame bist, yeah. Kein Track, nur wen playlist, yeah. Ey, aber sie hat doch eine geile Stage Presence einfach, wisst ihr? Also sie zieht einen mit. Dein Respekt ist nur fake shit, yeah. You and me, we ain't the same sis, yeah. Mittelfinger Shots an mein Vermieter. Nur wegen deinem sozialen Neid kauf ich Mama noch einen Siebener. Nach einen Siebener. Ich finde die Betonungen einfach on point, Mann. Weil da kann gerade bei einer Live-Performance viel irgendwie schief gehen. Weil da hast du nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Takes. Du hast einen Take und der muss sitzen. Mittelfinger Shots, wenn du meinst, das ist nicht verdient.
Und das ist eben die Stage Presence, die ich meinte. So ein aggressives Kopfnicken passt einfach, das reicht einfach und dann kommt die Attitude rüber. Bleibe bad, bleib für immer, bleib Berliner. Strong. Oh, das Lächeln immer eine cute, aber sehr, sehr stronge Performance. No joke. Sehr strong. Wie gesagt, man darf jetzt auch das alles hier nicht. Also, das war, ist jetzt nicht der aufwendigste und das aufwendigste vom aufwendigsten, aber muss es immer gar nicht sein, Mann. Das war einfach eine fucking clean Live-Performance. Keine Hänger. Die Stimme hat sich 1:1 so angehört wie on tape, aber man hat obviously durchs Atmen und an hier und da den Stellen auch gemerkt, dass es halt live ist, obviously complete. Aber gerade die Betonungen, die Attitude, die Stage-Presence, alles sehr, sehr clean und sehr, sehr nice, muss ich sagen. Also, no joke, da kann sich der ein oder andere Deutschrapper auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden von der Cleanness von dem Auftritt her, von der Performance her. Weil das ist auch kein leichtes Publikum, wenn du keine Fans hast, die dich befeuern, sondern so Anzug- und Schlipsträger, die so sitzen so, okay, was will die Rothaarige mir jetzt erzählen hier? Das tippe ich erstmal von meinem Rosé oder so. Deswegen, das ist schon ein bisschen schwieriger nochmal da. Aber sehr, sehr strong, ey. Krass. Wir geben uns auf jeden Fall gerne noch ein paar mehr Live-Performances, wenn wir noch welche finden sollten. Ich glaube, von Jordi war das jetzt die einzige, die verfügbar war irgendwie online. Lasst mich wissen, falls ich da falsch liegen sollte, Bro. Ich nehme einfach um 5 Uhr morgens auf und man merkt es. I'm super sorry, guys. Habt einen wunderbaren Tag bei Fresh, so wie immer natürlich und ciao.